Willkommen bei einem neuen Video und zwar auch gleich ein neues Format. Ich bin gerade hier, wie man schwer erkennen kann, in einer Wohnung. Was könnte das sein? Community kochen. Und zwar bei einem alten Bekannten vom Flughafen, ein Ex-Kollege, der liebe Alex, ist hier am Start. Und wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen beginnen, was zum Essen auch, oder? Ja, bitte. Hoffst du, hast den Hunger mitgebracht? Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Und was mich natürlich dann auch interessiert, wer ist der Alex auch überhaupt? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen. Ich würde sagen, wir starten mal zum Essen und dann können wir gemütlich ein bisschen drüber plaudern. Genau. Du könntest mir aber vielleicht gleich mal so erzählen, was gibt's heute überhaupt? Das Czerny-Einser-Menü für den Butler. Oh! Wir starten mit einem Aperitif, den habe ich bereits serviert. Das ist ein Mais-Wodka-Tonic mit Zitrone und Ingwer. Dann haben wir als Gruß aus der Küche haben wir ein Räucherlachs da im Sesamring. Das ist garniert mit Honig, Senf und Jungzwiebel. Dann als Suppe des Tages oder Soup de Jour haben wir eine Kürbis-Kokos-Curry-Ingwer-Cremesuppe. Auch eine Eigenkreation von mir. Und als Hauptgang habe ich noch einen Korean Fried Barbecue Chicken für dich. Ich sage euch was, ich habe riesen Hunger. Anhören tut sich's geil, weil ich habe ja auch gesagt, überrasch mich einfach. Ich habe dir nicht einmal eigentlich gesagt, was mir nicht so schmeckt, gell? Ich glaube Rosinen oder irgend sowas und Innereien. Genau, Innereien habe ich auch gesagt, ja. Und sonst hat er wirklich eigentlich alles offen gehabt. Und ich habe mir schon so gedacht, könnte eigentlich auch nach hinten losgehen. Ja, du hast mir gesagt, du vertragst scharf. Das ist für mich immer wichtig. Mag eine Person scharf oder nicht scharf, weil das kann auch nach hinten losgehen. Aber ja, ich glaube, ich würde jetzt echt sagen, also Mais-Wodka-Tonic hast schon mal getroffen. Gruß aus der Küche, ich mag Lachs-Tatar, Sesamring passt auch, Kürbis-Kokos-Curry-Ingwer-Cremesuppe, ideal. Was haben wir da jetzt? Also das ist der Mais-Wodka von Embrandt, das ist ein Grazer Unternehmen. Die habe ich einmal auf ein Liquid Market Cocktail Festival kennengelernt. In der Metastadt, oder? In der Metastadt, ja. Genau. Die stellen Wodka aus Mais her, österreichisches Produkt. Okay. Zum Wohl. Prost. Danke für die Einladung auch überhaupt, gell? Sehr fresh. Auch gar nicht so sowas, oder? Ich bin generell nicht so der Wodka-Fan, aber den könnte ich literweise trinken, glaube ich. Das würde gehen. Also, auf jeden Fall gehen. Der schmeckt sehr, sehr gut, oder? Ja, es ist nicht so ein typischer Wodka-Geschmack. Aha, ich habe gesehen, hat schon was in der Hand. Wir haben das Lachs da in Sesamringe verpackt. Riechen tut sehr geil, ausschauen tut es auch sehr, sehr gut. Sind die Sesamringe, hast du selber gemacht? Die sind aus einer Bäckerei meines Vertrauens, muss ich dazu sagen. Macht überhaupt nichts. Passt. Wie willst du das machen? Du hast jetzt da zwei hergerichtet. Ich habe gesehen, wir haben einige Gänge. Würde es für dich passen, wenn wir eins mal teilen und dann uns das zweite später rein? Machen wir das so. Weil ich glaube, nicht das, was dir der Hauptgang dann eigentlich untergeht. Da schauen wir natürlich gleich mit, wie das innen ausschaut. Was ist das Weiße nochmal? Hast du gesagt? Das ist Frischkäseaufstrich. Frischkäse mag ich auch sehr. Ich hau mich dann mal her. Ah. Schön, dass du da bist. Ich bin dann gespannt, was du dazu sagst. Mahlzeit. Soll ich als Erster? Natürlich. Weißt du schon, wie es schmeckt? Ja. Hast du das schon gemacht? Ich beiß einfach mal da rein, wenn man riechen kann. Ich sag immer wieder so bei Videos, wäre es doch mal geil, wenn man auch riechen könnte. Gell? Riechen tut sehr, sehr frisch und gut. Fokus ist, finde ich auch noch, was mir immer wichtig ist, bei so einem Ding geht es für mich in erster Linie ums Fleisch und das geht nicht unter da. Und dann, wenn du reinbeißt, kommt das Brot, der Frischkäse und ganz leicht dann diese Honig-Senf-Note. Ich finde, du hast das voll auf den Punkt getroffen. Ja, mir war wichtig, weil der Sesamring an sich ist ja auch, wenn er ganz frisch ist, immer ein bisschen trocken. Mhm. Und deswegen als Unterstützung noch ein bisschen der Frischkäse rein, dass das Ganze ein bisschen nicht so trocken ist, sondern dass es ein bisschen auch einen cremigen Geschmack hat, voll, ja, von der Konsistenz her. Aber da hast du nicht so den Geschmack, dass da irgendwie die Pappen eintrocknen oder sowas. Was sagst du, soll ich es auch bewerten? Genau, das können wir machen, ja. Ich will ja auch gerne ein Feedback haben, wie ich es vielleicht beim nächsten Mal besser machen kann. Oder ob ich es gleich lassen soll. Ja, können wir auf jeden Fall gern machen. Ich finde es wirklich, wirklich gut. Erzähl einmal, willst du irgendwas über deine Arbeit erzählen oder wie wir uns kennengelernt haben? Ja, also wir haben beide gemeinsam am Flughafen Wien gearbeitet. Der Martin eben in der IT und ich auch zuerst in der IT und dann im IT-Einkauf. Und wir haben dann auch im selben Stock dann auch gearbeitet und uns immer wieder auch mal zwischendurch gesehen. Und ja, so immer wieder in der Firma Berührungspunkte gehabt, am Gang getroffen, immer wieder mal kurz geplaudert. Genau, und so hat sich das eben ergeben. Und dann
als der Martin weg ist vom Flughafen, habe ich gespannt verfolgt, was da halt immer so abgeht. Und jetzt bei seinem neuen Format, bei seinem Aufruf, habe ich mir gedacht, hey, das klingt cool, das wäre auch einmal eine Möglichkeit, dass wir uns nach langer Zeit wieder mal so sehen. Und dann habe ich gedacht, na, dann kochen wir mal was für Martin und schauen wir mal, ja. Wir können schlechter gehen, würde ich sagen. Aber so, jetzt, ich glaube, man merkt auch, wir haben ja auch geredet, die letzten Jahre waren ja ein bisschen zart generell, also für uns alle jetzt. Aber jetzt, da merkt man auch wieder am Flughafen, also wie ich jetzt da am Flughafen war, da ist die Hölle los. Also, geht's euch gut? Uns geht's gut, sehr, ja. Also gut. Die Passagierzahlen sind schon wieder ziemlich auf Vorkrisenniveau. Also die Leute fliegen wieder. Was mir jetzt da gerade so in den Kopf geschossen ist, während wir da sitzen über dem Flughafen reden und essen, was ich mir schon uroft gedacht habe, ist, was richtig geil wäre, eine Foodtour durch den Flughafen. Wärst dabei? Das wäre eine Idee, weil da haben wir nämlich unendlich gute Foodspots. Aber wir werden das bereden. Dann wirst du eine längere Mittagspause auch brauchen, weil wir da alles durchtesten werden. Schreibt es in die Kommentare auf jeden Fall, ob das interessant wäre. Ich denke mir schon, weil Fliegen, Urlaub fahren... Ja, jeder fliegt einmal weg im Normalfall. Und dann wäre es gut, wenn man weiß, wo man hin was essen gehen kann. Wir haben jetzt gerade eine coole Idee gehabt. Möchtest du das nochmal reinsagen? Ja, wir haben gedacht, wir können den Spieß auch mal umdrehen und können einmal sagen, die Follower bewerten dem Butler seine Kochkünste. Und ich habe dann drauf gesagt, das wäre mit Sicherheit lustig für mich und auch für euch, die es zuschauen, aber nicht für denjenigen, der von mir bekocht wird. Jeder hat einfach seine Hobbys, seine Leidenschaft. Manche kochen auch einfach extrem gern. Ich sag's euch ehrlich, ja, wäre jetzt blöd, wenn ich sage, ich koche nicht gern, weil wenn ich es könnte oder wenn es eine Leidenschaft wäre, würde ich es natürlich auch jetzt da gern machen. Für mich ist halt einfach cool, neue Foodspots für euch zu finden. Gehst du gerne essen? Ich gehe auch sehr gerne essen, ja. Also ich teste auch immer wieder gern neue Lokale und ich teste auch immer wieder gern neue Küchen. Also bei mir ist so, ich sage grundsätzlich, esse ich alles. Die Menschen haben einfach unterschiedliche Geschmäcker und das ist auch gut so, sage ich. Weil stellt euch vor, wir würden alle dasselbe feiern, alle dasselbe schön finden oder gut finden, wäre jetzt nicht so cool. Ich glaube, da hinten wird schon die Suppe jetzt vorbereitet. Das heißt, ich glaube, sie kommt gleich. Ich habe so super ist genau richtig und dann freue ich mich eigentlich auch auf den Hauptgang. Da bin ich echt gespannt. In Buttermilch eingelegt, hast du auch gesagt, gell? Genau. In Buttermilch eingelegt über Nacht. Das heißt, es ist auch dann schön saftig, schön weich. Jetzt haben wir gerade ein bisschen gequatscht, so über früher. Schon cool auch, gell? Ist mal ein bisschen was anderes. Sicher, wenn die Kamera dabei ist, ist man am Anfang ein bisschen angespannt und so auch, aber man vergisst sie relativ schnell, oder? Alles Übungssache. Jetzt habe ich noch gesehen. Er hat einen kleinen Nussret da hinten noch gemacht, ein bisschen was drüber gehauen und so wie es ausschaut, kommt das super her. Na dann, lass dir gut schmecken bitte. Wow, was haben wir da jetzt drüber noch? Zauber. Wir haben noch Basilikum drüber getan. Optisch und vom Geruch schon mal wirklich eine 1A. Was schmeckst du raus? Natürlich mal Kokos, Curry. Ja. Kürbis ist ganz dezent. Der verliert ein bisschen, weil die anderen so intensiv sind, ja, verliert der ein bisschen das Geschmacksduell. Ja, das ist richtig. Aber du hast dafür vom Geschmack her, also jetzt nicht vom Geschmack, sondern von der Konsistenz her, da spürst du den Kürbis, oder? Ich habe ihn nicht komplett durchberührt. Mhm. Wenn ein paar Stücke drin sind, das ist beabsichtigt, weil damit es nicht so flüssig wird, weil es doch eine Cremesuppe sein soll. Eine ganz dezent leichte Schärfe. Gewollt. Genau, richtig. Ich kenne deinen Toleranzgrad nicht, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass wir einen Feuerlöscher brauchen. Aber es ist wirklich so ein leichter Unterton einer dezenten Schärfe. Das hast du schon gesagt. Und ich muss dir wirklich sagen, wenn du mal ein Date mit irgendwem hast und du nicht weißt, was du jetzt da kochen sollst, mach die dazu. Ja, meinst du, das ist eine gute Idee? Ich glaube, es ist eine gute Idee. Dass man das auch vielleicht so ein bisschen sieht, dass das echt eine cremige, geile Suppe ist mit den Stückeln vom Kürbis drinnen. Was haben wir da? Gut, also wir haben hier die Butenfilets. Die sind über Nacht in Buttermilch und einer speziellen Gewürzmischung eingelegt, damit die dann ganz besonders zart werden. Die kommen dann einmal da rein. Da ist jetzt Mehl drinnen, ein bisschen Stärke, ein bisschen Salz, Pfeffer und ein bisschen Paprikapulver. Das kommt dann als nächstes hier rein und wird frittiert. Und dann am Ende wird das noch einmal hier in einer speziellen Marinade geschwenkt und mit Sesam dann noch dekoriert. Und genau. Ist die spezielle Marinade, ist das ein Geheimnis, oder? Ja, es gibt kein Rezept dafür. Also ich kann sagen, was drinnen ist, aber
ich schaue mir oft Sachen an, aber ich nehme nie ein Rezept mit den genauen Angaben. Mhm. Also hier ist drinnen auf jeden Fall mal Sojasauce. Ich glaube, das da, ja. Genau, dann haben wir Sambal Oelek, haben wir ein bisschen drinnen. Dann habe ich ein bisschen Chili-Pulver drinnen. Dann auf jeden Fall Salz, Pfeffer. Mhm. Dann ein bisschen Zucker und ein bisschen Agavensirup. Man könnte auch Honig nehmen, aber irgendwas, was halt noch ein bisschen die Süße unterstützt und was es ein bisschen dickflüssiger noch macht. Ich bin jetzt hier in Sicherheitsposition. Wir haben das Händel von da drüben schon da reingeben und jetzt kommt der Schritt, ich gehe ein bisschen so in Deckung und du haust das rein jetzt, oder? Ja, wir schauen einmal, ob das Öl schon soweit ist. Ja. Ja? Ja. Warte, und Abfahrt. Da rein. Abfahrt. Wow. Riechen tut's auch geil. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hast du schon gegessen so? Du bist halt mein Versuchskaninchen. Yeah. Aber das liebe ich. Und während dem Frittieren jetzt von Fried Chicken ist in Alex noch was richtig Geiles eingefallen. Wollen wir das Geheimnis lüften oder nicht? Wir können das Geheimnis lüften. Wir haben gesagt, nachdem das in der Pfanne noch nicht die hundertprozentigen Crunchigkeit erreicht hat, die wir uns eigentlich erhofft hatten, haben wir das noch einmal in den Airfryer reingegeben und ein zweites Mal frittiert. Und erhoffen uns jetzt dadurch den absoluten Super Crunch. Wir sehen in 5, 4, 3, 2, 1. Crunch! Bist du deppert? Tu mal eins so uncrunchen. Heißt. Aber ich glaube, es hat den Crunch. Was passiert jetzt gerade? Ich habe gesehen, es kommt jetzt irgendwas Wichtiges, glaube ich. Genau, jetzt haben wir die mehrfach aufgekochte Soße. Ja. Die leeren wir da jetzt einfach mal drüber. So. Da. Jetzt wird aber wahrscheinlich ein bisschen Crunchigkeit weggehen, das oder? Das kann schon sein, ja. Aber so, jetzt wir haben gesehen, wie crunchig es davor war. Noch ein bisschen Sesam drüber. Mhm. So, okay. Und jetzt werden wir das noch schön anrichten. Riechen tut es auch schon geil. Und damit das Ganze auch noch hübsch ausschaut, kommt da jetzt noch ein bisschen Jungzwiebel drüber. Und dann testen wir das mal. Jetzt geht's los. Wir schauen nochmal drüber. Wir haben hier den Kimchi, Fried Chicken, Reis, bei mir genauso. Boah, ich hoffe, ja. Ich liebe pickigen Reis. So muss es matschig sein. Matschig, ja. Vor allem bei asiatischen Gerichten. Ist so. Das. Genau. Bin ich bei dir. So. Na dann, Mahlzeit. Gibt es irgendeine Reihenfolge oder einfach mal das Chicken rein? Hau dann das Chicken einfach mal rein. Ich glaube, das ist das, worauf du schon die ganze Zeit gewartet hast. Ich nehme gleich ein bisschen mehr, gell? Riechen tut es ausgezeichnet köstlich. Ich werde es einfach mal in die Hand nehmen. Riechen tut es urgut. Crunch ist noch da. Boah. Ist es weich? Das ist butterweich innen. Die Sojasauce kommt dann. Aber man schmeckt auch diese Sambal Oelek. Ich liebe dieses Gewürz. Ja, also diese Paste eigentlich. Oder Paste ist Paste, das, Paste, genau. Sieht man das? Ja. Das ist so juicy auch. Du willst, glaube ich, auch kosten, oder? Ja, unbedingt. Und du hast jetzt auch schon da ein paar rüber geschnappt, gell? Genau, ich werde mal... Warte, der Stäbchenmeister. Ja, ich tue nur so, aber ich glaube, es gibt ja keine Taktik, Hauptsache es schaut gut aus. Ja, ich glaube auch. Was sagst du zum Geruch mal? Ja. Geil, also gell? Das Sambal Oelek kommt doch schon raus, ja. Leicht süßlich auch. Und jetzt schauen wir mal, jetzt beißen wir mal rein. Ich muss sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr Crunch erwartet. Das muss man ehrlich sagen, das ist... Wahrscheinlich auch durch das Schwenken in dieser Marinade ein bisschen verloren gegangen. Aber geschmacklich finde ich es so, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es auch geworden. Also es ist innen drinnen. Das ist auch, glaube ich, wichtig, dass das Hühnchen sehr, sehr saftig ist. Du hast viele Eindrücke, viele Geschmäcker durch die Sojasauce, durch das Sambal Oelek, durch die ganzen Gewürze, die auch da noch drinnen sind. Und der Sesam rundet das Ganze noch schön ab. Und ja, ich würde sagen, lassen wir es uns mal schmecken. Ja. Crunch hätte ein bisschen mehr sein können. Das ist ein berechtigter Kritik und man muss ja nicht alles loben. Vor allem, ich glaube halt auch, ich habe es ja vorhin gehört, es war der Crunch da, wie wir es direkt rausgenommen haben. Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es einen Geheimtrick, wie man das dann trotzdem in den Schwenken in der Soße noch trotzdem crunchig hält. Hauen Sie vielleicht das dann nochmal rein? Ein wissenschaftliches Experiment. Ja, wirklich. Auf der Suche nach dem Crunch. Was würdest du sagen, wenn ich dich gerade so mit der Stabel sehe? Sushi mit Stabel oder mit Besteck? Ja, ich esse gerne alles mit Stabel. Aber ist es ein No-Go mit Besteck? Sushi also, essen? Ich würde jetzt nicht die Besteckpolizei spielen und irgendwie ein Maß regeln. Das ist wie beim Whisky trinken mit den Gläsern. Da gibt es auch so Die-Hard-Fans, die dann sagen, na, aus so einem Glas kann man kein Whisky trinken. Das soll jeder machen, wie er möchte. Also gleich aus der Flasche, oder wie?
die Schotten sagen, jeder soll seinen Whisky trinken, wie er möchte, solange er nicht mit Cola mischt. Ob man jetzt ein Eis reintut oder ein Wasser oder irgendwas, das ist immer Geschmackssache. Mhm. Aber jeder, wie er will, nur nicht mit Cola. Was glaubst du so vom Gefühl her, was war der beste Gang für dich jetzt? Also, was du meinst, was dir am besten geschmeckt hat? Ich schwank zwischen der Suppe und dem. Ich bin fertig. Czernys Ansa-Menü ist einmal erledigt jetzt da. Ich gebe dir jetzt schon mal ein kleines Feedback. Der Rest, also so von der Bewertung, will ich, dass du dann siehst im fertigen Video. Oder, oh ja, ist, oh ja, ein bisschen was, sonst zappelst du. Gruß aus der Küche, also erster Gang, okay? Aperitif war tipptopp. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der Wodka-Trinker, aber es hat mir echt gut geschmeckt. Gruß aus der Küche. Bagel, einziges, was ich vielleicht anders gemacht hätte, Bagel hätte ich vielleicht antoastet. Dann vielleicht erst den Frischkäse drüber, dann den Lachs drüber und dann den Honig-Senf-Tipp. Dann Suppe. Suppe war ideal. Von der Würzigkeit her, vom süßlichen Kokos-Curry-Mischung in Verbindung mit den Kürbis, hast du es wirklich auf Konsistenz hat auch passt. Konsistenz hat für mich extrem gut passt. Und jetzt beim Hauptgang. Korean Fried Barbecue Chicken. Ich habe es jetzt anders ausgesprochen, aber ist wurscht. Das war ein Geschmackserlebnis. Ich musste sagen, bei meinem ersten Stückerl war Crunch da. Ich glaube, wenn man das ein bisschen perfektionieren möchte noch, oder wenn du hast das ja auch das erste Mal jetzt. Genau, ich habe mir gedacht, wenn du kommst, dann probiere ich mal was Neues. Und wenn du es vielleicht schaffst, es noch crunchiger zu machen, dass wenn ich reinbeiß, mir jetzt nicht dezent ausbeiß, aber so ein bisschen halt mehr Wumms da drinnen habe, ja, ist das dann eine 10 von 10. Vom Geschmack her hat mir das sehr gut geschmeckt. Ich sage mal auf jeden Fall danke, dass du mich eingeladen hast, mir auch dieses Ansa-Menü zaubert hast. Wie war es für dich? Ja, also für mich war es einmal eine neue Erfahrung, weil ich koche ja sehr gerne und ich koche auch sehr gerne für Leute und hole mir dann auch immer auch gern Kommentare und Meinungen, was beim nächsten Mal besser werden kann. Und ja, also mir hat es wirklich viel Spaß gemacht, auch mit dir. War auch mal so vor der Kamera zu stehen, auch mal ein neues Erlebnis. Ja, hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Ich muss dir eines sagen, du bist ein sehr, sehr guter Gastgeber. Ich bin nicht verdurstet, gehe nicht hier hungrig raus. Du hast dich wirklich gut um mich kümmert. Das muss man da hoch anrechnen. Und die Zukünftigen, die das jetzt da sehen und sich denken, hey, ich möchte das auch mal essen, kocht das entweder nach oder sie müssen dich kennenlernen. Ja, oder Kontakt an Frank gerne, an mich, ich leite alles weiter. Ja, in dem Sinn würde ich sagen, bedanke ich mich mal. Ihr dreht es noch nicht ab, weil meine Bewertung kommt dann zu Hause. Ich verabschiede mich aber von dir. Ich sage Dankeschön. Schön, dass du da warst. Ja, und Prost. Super. Hast du noch was zum Sagen? Danke. So, Leon, ich bin jetzt zu Hause angekommen, habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich muss echt sagen, es war ein richtig cooler Nachmittag beim Alex, beim lieben Czerny. Und auch ein cooler Start, wo man die Messlatte wirklich hochgesetzt hat für dieses Format. Und ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht. Starten wir mal beim Bagel. Also beim Gruß aus der Küche. Ich hätte es echt cool gefunden. Also er war gut. Kann man überhaupt nichts sagen. Also versteht es mich nicht falsch. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn noch der Bagel angegrillt hätte. Und ich würde dem Bagel eine 8 von 10 geben. Wirklich eine stabile 8 von 10. Die Suppe war mal echt was anderes, als was ich mir sonst nehme. So Frittatensuppe oder Leberknödelsuppen. Aber die Suppe, muss ich sagen, hat mir persönlich echt sehr gut geschmeckt. Und hier würde ich schon eine 9 von 10 geben. Eine 9 von 10, weil ich es ja einfach gefeiert habe. Und dann das Korean Fried Chicken war vom Geschmack her echt ein Gaumenschmaus. Ein bisschen mehr Crunch, vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht gibt es eine Runde 2 oder sowas. Schau mal, wenn du bereit bist, Czerny, schreib in die Kommentare rein, dass du gerne eine neue Runde haben möchtest. Da würde ich echt sagen, das war, glaube ich, sogar so richtig so mein Highlight. Das war eine 9,2. Aber ich glaube, es war ein richtig geiler, gelungener Abend mit einer Gesamtwertung von dem hier. Und wenn du sagst, hey, ich würde auch gerne mal dabei sein, schreib in die Kommentare einfach rein, hey, ich bin auch dabei. Ansonsten lass auf jeden Fall einen Daumen nach unten, wenn dir das Video gefallen hat. Abonnier den Kanal, damit du so coole Videos nicht mehr verpasst und aktiviere die Glocke, dass du immer am neuesten Stand bist, sobald ein neues Video online ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Alles, alles Liebe. Wir sehen uns im nächsten Video. Servus, Baba.